Unter dem Motto »Es ist normal, anders zu sein« gestaltete der Club 21 in der Stadt Kufstein ein Fest zu Ehren des weltweiten Down-Syndrom-Tags. Wir haben heute den 21.03. Das ist der Welt-Down-Syndrom-Tag heute. Und wir vom Club 21 haben uns gedacht, warum laden wir nicht die ganzen Leute ein und wollen miteinander einfach das Fest feiern. Die gemeinnützige Organisation aus Kufstein gilt als Anlaufstelle für all jene, die mit Trisomie 21 leben. Also wir sind ein Verein, ein kuntermunter Verein aus Kindern zwischen 0 bis 6 bis 7 Jahre. Und wir haben alle die Besonderheit, dass wir alle Kinder mit Trisomie 21 haben, also mit einem extra Chromosom. Das ist ein Gendefekt, kann man so sagen. Und das ist einfach eine Laune der Natur. An diesem Tag war für Jung und Alt ein ausgiebiges Unterhaltungsprogramm geboten. Dann ist das erste Auge fast fertig. Ich mach nochmal. Schlag ich das Auge? Was ist los? Ja, wo soll ich denn hinlegen auf dem Buch? Achso, Paula kannst du festhalten. Soll ich sauber machen? Komm, ich mach sauber, kein Problem. Für die Mama und der Papa von der Paula. Sie bekommen keine dreckigen Finger, keine Angst. Mach mal. Jetzt war's Spaß. Wobei, wollt ihr was Normales oder was super Ekliges? Super Eklig! Okay. Also eklig ist ein Auge, aber zwei Augen. Zwei Augen sind noch viel ekliger, wobei. 2021 haben wir den Club gegründet, da wir draufgekommen sind, dass wir eigentlich wahnsinnig viele Kinder in dem Alter haben, aber es gibt eigentlich nicht wirklich eine Ansprechgruppe oder irgendjemanden dafür. Es gibt schon den übergeordneten Verein des Down-Syndrom Österreich, aber wirklich, dass man es jetzt quasi zwischen 0 und 7 Jahre, das hat uns einfach ein bisschen gefehlt und dann haben wir uns gedacht, mal schließen wir uns zusammen. Wir sind einfach mittlerweile, seit 21 sind wir jetzt schon auf über 20 Familien gewachsen, quasi wirklich im Ganzen, in ganz Tirol, zwischen Kufstein bis ins Ötztal rein. Und wir haben monatlich unsere Treffen, das heißt immer am 21. haben wir unser Treffen, wo wir uns irgendwo in Tirol treffen, die Mütter, für einen Mütterstammtisch. Wir machen auch ein Sommerfest jedes Jahr, wir machen ein Herbstfest jedes Jahr. Wir machen zu unseren aktuellen Themen, also rundherum Down-Syndrom, wie man richtig erstes Lesen lernt oder wie man richtig an die Mathematik rangeht oder auch einfach an die Sprache, weil sich die Down-Syndrom-Kinder einfach oft einmal schwer tun mit der Sprache. Laden wir immer wieder Vortragende ein und schauen, dass wir das einfach vermitteln und schauen, dass natürlich auch das Down-Syndrom selber in der Gesellschaft breit wird und dass die Gesellschaft einfach offen wird für dieses Thema. Eins von 800 geborenen Kindern kommt mit der genetischen Besonderheit auf die Welt. Ich glaube, wir haben selber aus Erfahrung einfach gemerkt, dass wenn man ein Kind mit Down-Syndrom kriegt, ist es am Anfang vielleicht ganz schwer. Und zwar vor dem her, weil die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sollen sie da jetzt gratulieren oder kondolieren? Und ich glaube, das Beste ist einfach, wenn man sagt, herzliche Gratulation zu diesem wunderbaren Kind. Es ist ganz egal, was es für ein Kind ist, Hauptsache es ist gesund. Und ob es jetzt ein Down-Syndrom hat oder nicht, das ist ganz egal. Hauptsache willkommen in der Welt. Der Club 21 freut sich auf weitere Mitglieder und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen findet ihr unter www.derclub21.at.